der letzten Episode. Das war hoffentlich der letzte. Jo, gut. Ah, da liegt er noch. Komm, einmal bitte hier rüber. War da? Hey, ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Alles klar, gut. Dann mach mal. Wie bitte was? Was ist mit dir los? Ich kann ja nicht mal einen Reparatursatz geben. Okay, das sind schöne Beinchen, die du da hast. Naja, die kommen sie wieder, die Beine. Okay, alles klar. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Fallout 4 in der Episode 134. Wir machen jetzt heute mal nicht Mila weiter, weil, ja. Vielleicht kümmern wir uns mal um das, was uns die Pam gegeben hat. Oder war das das die Dia-Versteck? Pam, nee, das Dia-Versteck war das. Was war das? Achso, das war nur die, dass die sich nicht gemeldet haben. Genau. Genau, wir sollen hier ein Dia-Versteck sichern, das in einem Gebäude alten Welt versteckt liegt. Ich habe ein RFID-Gerät, ein RFID-Gerät, das das Versteck öffnet, sobald ich in dessen Nähe bin. Na dann, gehen wir da mal hin. Das ist doch tatsächlich gar nicht so weit weg, lustigerweise. Gott, da sind wir. Gunner Lieutenant. Ja, gut. Gut, wow. 50% Chance, das sieht man deutlich. Die hat er genau erwischt, oder was? Ja, schon. Aber ich komme da gar nicht so schnell hin. Na gut. Ja, Sekunde. Hör mir jetzt. Ach du Schand, die ganzen Waffen. Ada! Ich fürchte, es wird nicht besser. Hey, wie kann ich die? Halt, bleib's hier. Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Du hast es erraten. Das reicht erstmal. Die zerlegt man dann einfach, dann passt das. Dann haben wir wieder ein bisschen Material. Naja, okay, wo müssen wir eigentlich hin? Na, da drüben hin. Ist da gar nicht. Naja, da drüben ist noch mehr. Ich fühle mich so bedroht durch den Turm. Hoffentlich der Letzte. So schlimm sind die jetzt auch nicht. Aha. Was war das hier mit der Tür? Das ist wahrscheinlich dein Eingang, oder was? Zu Joe's Spuckies, was immer das auch wieder ist. Wer ist da? Niemand. Gut. Schluss mit dem Versteckspiel. Ja. Ja, schon. Schubdüse klingt gut, wenn wir sie treffen. Ja, da, wenn du da reinrennst, dann treffe ich natürlich auch dich. Das ist klar. Gefahr ist ja noch echt. Ich fühle mich aber nicht so bedroht. Nicht mit, seitdem die Ada die neue Bewaffnung hat. Die räumt da echt gut auf. Wie was? Achso, der Löffel liegt da drauf. Genau, solange du das tragen kannst, passt das ja. Gut, hast du was hier drin gefunden? Pilze. Entschuldigung. Bin ich draus versehen mit der Maus gegen das Keyboard gekommen. Die
Kühlschrank ist leer. Ah ja, Kochöl, das ist bestimmt extrem hochwertig. So. Da haben wir noch einen leuchtenden Pilz. Ah ja, ich gehe mal hier raus. Was machen die wohl hier drinne? Ein Missile Launcher, naja, deswegen hat das da gerumst vorhin. Hat die Elsen verteidigt, sehe das schon. Was ist das? Gumdrops. Ja, okay. Und dann auf jeden Fall noch ein paar Chemikalien. Das ist dann so ein Diner. Naja, auch noch leuchtender Pilz und noch ein nicht leuchtender Pilz. Gott, speichern sicherheitshalber. Okay. So, da drüben ist das irgendwo. Wie kommen wir da durch? Das Rind sitzt da immer noch. Was ist hier eigentlich? Nichts. Nö, hier ist nichts. Okay. Da oben ist der Eingang. Okay. Dann versuchen wir unser Glück. Mal hier. Ich soll das machen hier wie bei The Long Dark. Wird nämlich ganz so schwindelig und man kriegt nicht den berühmt-berüchtigten Mausarm. So. Jetzt sind wir hier oben. Was ist denn? Wen? Ich sehe niemanden. Laut meiner Datenbank wurden Supermutanten genetisch erschaffen. Wer würde so etwas tun? Tja. Jemand, der Spaß daran hat, vielleicht. Danke. Achso. Genau, rechtes Bein, yes. Wer wird das bereuen? Ich. Ich will das aber nicht bereuen. Naja, guck mal. Hi. Rekrut, Junge. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ja, ich fürchte, du hast dich geirrt. Naja, ich sehe schon. Ich kann ja wahrscheinlich wieder gleich Dinge abgeben. Vielleicht machen wir das mal, bevor wir irgendwas machen. Aber wir kommen schon wieder in die Nähe. Ah, da ist voll. Tja. Kann man nicht mal in Ruhe der Ader was reinstecken? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Stadtepam Bericht, was? Ja, dann, wenn wir da schon so weit sind. Nee, Quatsch. Heute kein Kampf. Abwarten, Junge. Wir sind noch nicht bei dir. Das wär's. Ah ja, okay, da geht's hoch, gut. Eine Kamera. Ich weiß nicht, ob Cafeteria Tray auch Alu gibt. Nee, das ist ein anderer Kollege. Oder wenn nicht, oder doch? Huch, wie
wieso geht das hier nicht weiter? Wegen dem Fahrstuhl. Deswegen, hier geht's rauf. Oh, die falsche Taste. Oh ja. Ja, mach mal. Hast dich gut gekümmert. Auf jeden Fall bin ich extrem dankbar, dass er nicht so viel machen muss. Viele Aschehäufchen hier. Mit dem Brett. Die Supermutanten. Ah, da haben wir noch eine 10 mm. Ja, hallo. Oh, so viele Waffen. Da ist noch ein Fahrstuhl, okay. Fusion Core entfernt. So, war das Kampf genug, Junge? Was ist das denn? Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Kleber. Ich mag sie ja schon irgendwie. So, dann räumen wir mal das Labor leer. Jetzt mal einmal rundherum gelaufen, oder was? Ja. Dann heißt das, dem geht's weiter. Und die Ader ist auch wieder irgendwo. Die hält wahrscheinlich den Rücken frei. Ja, die Fusion Cores, die Fusionskerne gehen tatsächlich ein bisschen runter. Es ist alles noch im grünen Bereich, aber ich sehe halt nur, dass so peu à peu. Ah ja, die Zahl wieder sinkt. Mit Teerbeere. Der ist leer. Ja, okay, dann gehe ich halt doch andersrum. Da musste ich mal niesen. Ah ja, gut. Alles klar. Ja, man muss da mit der Ader, das ist halt auch immer so... Nee, da geht's raus. Sekunde. Das machen wir gleich. Hi. Eine 38er, naja. Okay, das sind nur Zettel. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Ja, okay. Das ist hier die gesamte Etage, echt? Hm. Dann geht's wieder raus. Auf das. Ja, okay. Dann schnapp ich mir den mal, bevor er runterrutscht. Danke. Nicht wirklich. Super Sledge, was ist das denn? Also so ein Hammer oder was? Ada. Die ist auch voll, stimmt. Die ist auch voll. Wie sind wir denn zu voll? 26, das ist ein bisschen zu viel. Okay. Passt. Dann ist klar, was wir jetzt tun. Wir gehen nicht zu Pam. Ganz einfach. So. Yes. Achso. Oh. Hey, ja. Freut mich, Ihnen helfen zu können. Ja, gell? Das habe ich mir schon gedacht. Du trägst zu viel. Ist das sicher, dass du das alles willst? Naja. Warte, dann stellen wir den gerade mal darüber.
Ja, das ist ja schön, dass ihr alle da euren eigenen Spruch dazu habt. Dann wollen wir mal. Gut, da haben wir ja einiges gewonnen. So, zusätzlich bleibt der Missile Launch of Quick Draw hier drin. Dann haben wir noch den Super Sledge. Ich heb mal die Sniper Rifle, Laser Sniper Rifle auf, weil vielleicht kann man die Richtung mal. Genau, so, dann lass mich das mal ausrüsten. Ich will mal gucken, was das ist. So, der hat noch eine Düse dran, nicht? Das ist ja lustig. Nur mal interessenshalber, kann man den noch zusätzlich modifizieren? No Upgrade. Heizspule fügt Energieschaden hinzu. Und ein Betäubungspakt fügt elektrischen Schaden hinzu und betäubt möglicherweise. Das hebt man mal auf, das ist ganz lustig. So, hier rein. Und Laser Sniper. Haben wir eigentlich sowas wie in der Richtung wie Laser? Auch hier drin? Laser Rifle of Quick Draw. Ja, dann kann die eigentlich weg. Die normale. Okay, dann machen wir das noch schnell. Das war die hier. Plastik und Schraube, naja. Dann weiß ich auf jeden Fall, hallo, dass da nicht so extrem viel. Sieht doch cool aus, oder? In weiß, alter Schwede. Vielleicht kann man noch ein paar dezente Dekore drauf machen. So, ich glaube, hier haben wir nichts, oder doch? Ne, wir haben nur so ein Metal Sturdy Dingenskirchen. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Naja, das sagt doch nur der Landwirt. Muss ich fairerweise zusagen. Ja, es ist wieder ein Nebeltag. Aha. Das war ein super Tipp mit dem Bogen. So, was ist hier drin? Hier sind die ganzen Drinks und Chems. Okay, alles klar. Ach, jetzt habe ich die alle genommen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur ein paar alle rübergegeben. Ich gebe mir mal so vier. Ah, hat sich's noch gemerkt. Super, alles klar. So, was war dann noch? Das passt soweit, genau. Und dann haben wir hier die Munition und die Granaten etc. Warte mal. Den Trash habe ich eigentlich einsortiert, aber ich habe hier noch Trash. Okay. Ah ja, hier muss ich nochmal ran. Und zwar, wir haben einmal, wo waren die Kippen jetzt wieder? Ich hab doch Kippen eben gehabt, ja. Und das ganze Pre-War-Futter. Das kann man auch gut verkaufen. Ansonsten, halt, das fliegt alles hier rein. Und ich glaube, 97 ist ein guter Wert. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach so, ja, und zwar Wir haben sogar theoretisch einen Perk-Punkt. Und zwar, der Kenny hat mir geschrieben, wir haben ja diese. Warte mal, ich gehe jetzt nochmal raus. Das steht. Wo steht das hier? Ja, da drüben, genau. Kann man da lagern, Enter auswählen? Okay. Kannst aber nichts machen, okay. Ist jetzt nicht so, dass ich da das verbessern könnte. Er hat irgendwas mit dem Skill, glaube ich, geschrieben. Kann das sein? Wo war das dann? Ach, das ist dieser Scrapper, glaube ich, was er gemeint hatte, wo man dann mehr seltenere Dinge bekommt. Was ist der nächste Punkt? You get more from salvaging. Okay. Okay. Halte ich mal im Hinterkopf. Energiewaffen. Ah, nee, das sind die Hightech-Mods. Genau, das sind nur die Mods. Wo sind denn die Energiewaffen? Was ist das? Das ist Armor, das ist Rüster, als Rüstungsbauer sozusagen. Also ich sehe irgendwie keinen Skillpunkt für Energiewaffen. Kann das sein? Bin ich blind?
Das ist... Nee. Nee, keine Ahnung. Also ich sehe jetzt keinen Perk für Energiewaffen. Da muss ich mich wahrscheinlich nochmal schlau machen. Rifleman ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Dann, warte mal, dann mache ich das vielleicht mal kurz. Ja, gibt es tatsächlich nicht mehr. Anscheinend haben sie das entfernt. Du kannst halt nur noch, was weiß ich, wo war das? Kommando zum Beispiel, wenn du mit automatischen Waffen feuerst oder halt hier den Rifleman, wenn du halt mit nicht automatischen Waffen schießt. Da hast du den Bonus auch drauf auf Energiewaffen, aber es gibt keinen speziellen für Energiewaffen. Gut zu wissen. Okay, alles klar. Dann lassen wir das erstmal so. Wir heben uns den Perk erstmal auf, bis es soweit ist. Ansonsten schaue ich jetzt nochmal kurz in die Power-Rüstung rein. Ja, von mir aus herstellen. Also erstmal reparieren. So, und wie ist das mit den Mods? Blutreiniger. Reduziert die negativen Effekte von Camps. Bewegungsunterstützende Servos erhöht Stärke. Fügt Gegner dann mehr Energieschaden zu. Wirft 50% des Nahkampfschadens zurück auf den Echt? Stimmpumpe. Ja, da brauchst du dann Science, okay? Das ist dann alles Level 4 Science. Ja, das klingt doch nach einem Deal. Warte mal, dann geht man darauf. Woraus geht's? Wir sind auf Level 3 natürlich. Das ist ja. Science. Wo war denn Science? Naja, da ist es tatsächlich. Bam. Dann sind wir da auf Maximum. Da kann man nämlich jetzt alles machen. Da kann man nämlich jetzt mal mit Mods angehen. Das kann man nicht, weil das ist also das ist auch mehr für die erweitert unbewaffnete Angriffe um Energieschaden. Ja, das ist eher uninteressant. Das war jetzt auf den Armen. Okay, gib mir mal den Helm. Halt. Strahlungsfeld. Entfernt Strahlung aus konsumiertem Wasser und konsumierter Nahrung. Erhöht die Wahrnehmung. Erhöht die Watz-Trefferchance. Oh, das ist ja geil. Bei Verwendung des Zielfernrohrs werden Feinde auf dem Kompass markiert. Erhöht die Intelligenz. Zielerfassungshut. Das Visier markiert lebende Ziele. Watz klingt eigentlich am besten. Das dürfte interessant werden. Was sie wohl als nächstes bauen? Dann schauen wir jetzt mal Bein an. Erhöht die Tragekapazität. Erhöht den Schadensradius von Einschlaglandungen. Die Radius. Verringert die Aktionspunktekosten beim Sprinten. Erhöht die Sprintgeschwindigkeit, kostet jedoch zusätzliche Aktionspunkte. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte, wenn du dich bewegst. Echt? Krass. Tragkapazität. Ja, sorry. Das ist ja wohl klar. So. Und dann gehen wir auf den Torso. Da haben wir bestimmt das dann die anderen Sachen. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Reduziert den negativen Effekt von Chems. Bei weniger als 20% Gesundheit erhöht sich das Tempo um 25% und erhaltener Schaden wird um 50% reduziert. Notfallprotokolle. Bewegungsunterstützende Servos erhöht Stärke. Kinetischer Dynamo. Die Aktionspunkte werden beim Erleiden von Schaden aufgeladen. Nice. Stimmpumpe. Erkennt während des Kampfes Treffer und verwendet automatisch einen Stimmpack, wenn die Gesundheit niedrig ist. Vielleicht sollte ich das machen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ja, definitiv. Ja. Arme sind halt leider nur für Nahkampf. Das bringt mir dann halt nichts, okay? Nice. Musst du ausprobieren. Der Hammer. Gut. Dann hätten wir uns auch so. Wie ist das mit den Waffen? Mist. Warte mal. Ich muss noch mal gerade hier Waffen checken. Wenn wir jetzt auf Science 4 sind, kann man da vielleicht noch was machen. Gehärteter, panzerbrechender. Na, ich will ja keinen Automatikverschluss, das passt schon. Kurzer perforierter Lauf. Reichweite reduziert. Na gut, ich ziele jetzt sowieso nicht so extrem auf die... Überlegen, Rückstoßdämpfung. Was macht das? Präzision bleibt quasi identisch, Gewicht wird erhöht, Werte wird erhöht. Na gut, das bringt ja nichts. Rückstoßdämpfer, Kolben ist Maximum, große schneller Magazin ist Maximum. Reflex ist eh das, was ich möchte. Mündungsbremse haben wir... Außergewöhnliche Rückstoßkontrolle mit Stoßschalldämpfer.
verringern wir etwas Reichweite. Erhöhen das Gewicht. Das wäre aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Problem ist halt, wenn du den... Kann ich auch mal reden. Wenn du halt den ersten Treffer nicht triffst, sozusagen, dann hast du dann auf jeden Fall das bessere Geschick mit dem zweiten Treffer, schätze ich mal, weil du dann noch nicht entdeckt wirst. Hier sind wir schon auf Maximum, alles klar. Und die 556er, die man nicht so wirklich häufig verwenden. Okay, das erhöht die Feuerrate, aber alles andere geht nie runter. Der Einzelschuss geht rauf, der Schaden pro Sekunde allerdings runter. Das ist ein normaler Verschluss, also nicht eine Automatik, sondern normal. Okay, gehärteter panzerbrechender Automatikverschluss macht kaum einen Unterschied. Verbesserter Verschluss erhöht den Einzelschaden. Und dann gibt es auch den mächtigen Automatikverschluss, der erhöht den Schaden und den Schaden pro Sekunde. Auch das Gewicht allerdings. Verlängerter Lauf, belüfteter Lauf. Überlegende Rückstoßdämpfung, überlegende Reichweite und Präzision. Das ist ja identisch mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Perforierter Lauf. Verringert die Reichweite. Und Präzision, okay. Ja, ich glaube, dann ist belüfteter Lauf dann doch besser. Vollständiger Kolben. Naja. Den Riesenunterschied gibt es nicht. 0,1, echt? Naja, gut. Wir haben es ja. Trommelmagazin. Schnelllade, Schnelllade, Trommelmagazin. Ist halt auch mit an die Level 4 Gandert. Reflexvisier. Da genau das passt. Und Kompensator. Dann gehen wir auch auf Schalldämpfer. Warum nicht? So, und dann mache ich jetzt noch eines zum Abschluss. Wir gucken in unsere Kleidung rein. Aber ich denke, dass da sich jetzt nichts ändert. Resistent, was? Abschirmt, ja. Ah doch, das ist Level 4 Science, ist der? Dirty Texture. Infection. Was haben wir denn für Fraktionen? DC Guard, okay. Minuteman 00 und 01. Armor Keywords. Raider. Rust Devil. Und die Walls haben wir nicht, okay. Raider Operators. Okay. Minuteman 00. Okay, man sieht das leider nicht, die Vorschau. Ja, dann mach halt Minuteman 00. Das gibt immerhin ein paar Punkte. A Pip-Boy. Können wir da was machen? Wir bleiben bei Standard. Okay, dann schauen wir uns mal lieber die Sachen an. Das ist Maximum. Halt. Gewichtet. Was brauchst du dafür? Armorer. Vor allem Aluminium. Okay, alles klar. Anderer Arm ist auch Maximum. Linkes Bein. Sieht eigentlich soweit gut aus. No Index Color Swap, was? Naja, ist auch egal. Ich denke, wir sind hier auf Maximum. Ich sehe da jetzt eigentlich nicht, dass wir das machen können. Okay. Fusionskern. Zack, ist dahinter. Die Curie redet anscheinend mit jemandem. Redet schon irgendwas, das sie reißt. Dabei ist sie doch immer auf derselben Stelle. Ein paar. Wo war denn das eigentlich, wo man diese ganzen Perk-Bobbleheads... War das Vault 81? Wo man diese Bobbleheads drin hat? Ich dachte ja, ja. Ja, super. Dann kann man den nämlich auch mal raus, weil es sind inzwischen schon wieder ein ganzer Schwung, den wir da zusätzlich haben. Genau. Ist nachgefüllt. Sieht nicht so aus. Und alles gut hier. Gut gemacht, das mit der Katze. Ich war mir sicher, dass Ashes längst tot war. Ja, das kann ich mir vorstellen. So begeistert, wie du bei der Arbeit bist, auf jeden Fall. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die einen ganz neuen Abschnitt des Walls entdeckt haben. Oh, da drüben ist es. Na komm. Oh, finster. Schon wieder die falsche Taste. Hell genug. Kannst du hier nicht aufmachen, echt? Ah, so sieht's aus, als würden sie leuchten. War das nicht hier links? Ja.
Also wir haben jetzt, wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 6, 7, 8, 9, okay. Dann schauen wir mal. 5. Es fehlen uns nur noch 5. Echt krass. Das ist dann schon mal besser. Gut, dann war es das schon hier. Dünger haben wir nicht dabei. Wir haben ja alles abgelegt. Ein nicht benötigter oder nicht verwendeter Emaille-Eimer. Ja. Hi. Wir gehen wieder raus. Ich wollte nur die Perk-Dinger da abliefern. 5 Stück. Mal gucken, ob wir die finden. Ja, das ist überzeugend. Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja Arbeit für dich, wenn du welche suchst. Ich suche bestimmt keine Arbeit. Ja. So. Kann man das eigentlich auch wieder zurückschieben? Nee. Okay. Ich dachte eventuell. Gut, dann gehen wir wieder raus und sagen mal der Pam Bescheid. So, da gehen wir auch direkt auf die Karte, dass wir hier gar nicht erst großartig rummachen. Ab in die Railroad. Das geht zum Glück recht schnell. So. Analysiere. Ich habe das DIA-Versteck für dich gesichert. Gut gemacht, Agent. Entsende Boten zum Abtransport der Ausrüstung. Belohnung erteilt. Covered, Wetter, was? Hast du noch mehr? Beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach DIPROF. Nicht, okay. Du hast ja nicht das RFID-Gerät wieder entfernt. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Wer macht das mal lieber? Das ist auf jeden Fall besser so. Gut. Ah, naja. Was haben wir da jetzt bekommen? Schadensresistenz. Okay. Minus 1490. Das klingt doch überzeugend, oder? Okay. Was heißt denn das jetzt im Journal? Geh zum toten Briefkasten. Ja, vielleicht machen wir das mal. Das ist auch wieder in der Nähe, okay? Beim Haus der Cabots. Gut. Gucken wir da drüben. Kommen wir da dazwischen durch? Ja, okay. Kommt der hinterher oder was? Nein, nicht den Wachbord. Nimm mal die anderen Dinger. Beziehungsweise, was hast du da drüben? Schubdüse, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Ah, da kannst du da mal mitmachen, oder wie ist das hier? Nein. Genau. Einfach aufs Gehäuse drauf. Gut. Hey Junge, alles gut. Jetzt ja auch denken, was fliegen denn hier für Kugeln rum? Gut. Das kann man ja vielleicht immer gebrauchen. Okay, weiter mit dem Briefkasten. Halt. Holotape Randolph Station Update. 1. Erledige alle Feinde. Ne, das war unser Inventar. Diverses. Da ist es. Okay. Was? Ist
Direktor Timms hier. Unterschlupf Randolph wurde nicht angegriffen. Direkte Kontaktaufnahme dennoch vermeiden. Ich wiederhole, direkte Kontaktaufnahme vermeiden. Wir haben hier drei Pakete, sehr verängstigte Pakete. Benötigen Unterstützung. Unser Läufer meldet, dass sich Gen-1-Synths in der Nähe befinden. Gehen davon aus, dass wir überwacht werden. Bitte Gebiet von schwerem Kaliber säubern lassen, Koordinaten anbei. Danach unseren Status bitte an Big D melden. Tims Ende. Mhm. Erledige die Feinde, was für Feinde? Ja. University Point. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das vielleicht in der nächsten Folge, da das ja anscheinend dann doch noch ein bisschen länger dauert. Genau. Machen wir mal da weiter. Mal gucken, was sich da ergibt. Mit den Milas, keine Ahnung. Machst du halt, ist halt irgendwie so eine Dauerquest oder sowas. Keine Ahnung. Ich denke, dass es schon irgendwann ein Ende gibt, aber das muss man jetzt nicht permanent machen. Dann geht es in der nächsten weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.